Hallo zusammen, ich habe Post bekommen. Und zwar vom Regierungspräsidium Tübingen, Chemikaliensicherheit. Und zwar von der Marktüberwachung. Ihr wisst, meine deutsche Firma ist in Baden-Württemberg und wir importieren aus der Schweiz Kühlgeräte für den deutschen Markt, zum Beispiel solche Kühlboxen. Und seit 2014, 15 in Kraft, sind ja Kühlgeräte mit einem Kältemittel GWP von über 150 verboten, also das R134a, oder zum Beispiel auch in den Autoklimaanlagen drin, das R134a. All diese R134a-Geschichten sind an sich verboten. Aber es gibt da noch so ganz verschiedene Ausnahmen. Und ein 12 Volt Kompressorkühlschrank für die mobile Anwendung ist momentan noch davon ausgenommen. Ein Haushaltskühlschrank, den ich umbaue auf 12 Volt, den ich dann betreibe in einem Wohnmobil, ist an sich auch ein mobiles Kühlgerät, aber es ist designed, und zwar geht es da in der englischen Verordnung drüber, weil EU ist alles theoretisch Englisch, da geht es ums Design des Kühlgerätes. Die sind dann verboten mit dem R134a seit 2015. Und jetzt war dieses Jahr, also im Frühling 2022, war das Thema, ja, wir importieren wieder ein Kältemittel R134a, das ist verboten, da ging es rauf, runter und so weiter. Und jetzt haben wir angefragt, wie es dann aussieht für nächstes Jahr. Und hier haben wir den Bescheid gekriegt, hier Post, also per E-Mail heute. Sehr geehrte Frau sowieso, das ist bei uns. Nach der derzeitigen Auffassung fallen die von Ihnen beschriebenen mobilen Kühlboxen für den privaten Gebrauch weiterhin nicht unter die Inverkehrsbringungsverbote in Anhang 3 Nummer 10 und 11 der F-Gas-Verordnung. F-Gas-Verordnung ist die 517/2014. Das habe ich jetzt hier schriftlich. Wir haben jetzt zum Beispiel aber diese Box schon umgerüstet auf ein organisches Kältemittel. Die ist also lieferbar mit dem organischen Kältemittel, biologisch abbaubar und so weiter und so fort. Obwohl die ganze Umrüsterei ja Probleme gibt. Probleme nicht, aber Kosten. Aber wir bleiben jetzt auf dem Weg, dass wir diese Geräte umrüsten. Auch viele andere Geräte, die wir haben, rüsten wir um auf R600, das ist Isobutan, oder hier R290. Oder zum Beispiel auch unsere neuen Kühlschränke, die wir haben, die werden jetzt umgerüstet auf R1234YF. Das ist ein 100%iges Drop-In. Da verlinke ich euch den neuen Katalog zu den neuen Schränken. Das ist sehr interessant für Wohnmobile, die wir jetzt direkt aus China hierher beziehen. Hier ein Link zu einem solchen neuen Kühlschrank. Und hier könnt ihr mir ein Abo hier lassen, dass ihr auf dem neuesten Stand seid für mobile Kühlgeräte und alles, was so mit Kälte zu tun hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.